What's up, Leute? Willkommen zu Spieltag Nummer 4 in der KDL. Ja, wir sind aus den ersten drei Spieltagen mit 3 Wins raus, mit einer Differenz von 11. Und jetzt, weil ich 3 Wins in Folge hatte, war in der PBL, in der Season 5. Als ich danach dann auf die Fresse bekommen habe und es noch geschafft habe, einen Sieg in Laub 7 Games zu holen. Von dem her, schwierig. ja, also wir spielen gegen Salah. Ich habe bisher nur einmal gespielt, das war in der im OET und da haben wir es ja geschafft mit 2-0 zu gewinnen. Natürlich wäre es cool, wenn es heute wieder so durchgeht. Ja, mein Team habt ihr hoffentlich gestern gesehen. Und ja, ich drücke mal auf Start und wir gucken mal, wie es abgeht. Ich hole mir schon mal einen Zettel raus zum Aufschreiben. Habe ich hier ein Schiff liegen? Tatsächlich noch ein. Perfekt. Glaubt er auch? Er schreibt, okay. Sehr gut. Okay, er hat dabei Groudon, zwar klar. Genauso wie Bisaflor. Meta. Okay, Pothop ist tatsächlich dabei. Den habe ich jetzt eher weniger gesehen. Finde ich persönlich aber ein bisschen uncool, weil Prepnian ist ein bisschen blöd. Wenn es irgendwie so ein Rest-Plage-Set ist, könnte es echt ein bisschen eklig werden. Ich habe jetzt eigentlich eher weniger gehofft, dass er dabei ist. Sein Relaxus ist natürlich auch dabei. Io ist dabei, okay. Also ziemlich alles, was bei ihm irgendwie Damage machen kann, ist dabei. Perfekt. Ich nehme mit Fenrir. Das ist mein prädestinierter Lead hier in dem Team. Aber hoffen, dass da möglichst nicht Groan im Lead ist. Bei meinem Glück ist es gleich im Lead, aber ja, man kennt es ja. Eskanor, das ist dieser. Der. Okay. Jetzt wird in mein Game drin. Setup-Dates. Oh, wenn ich jetzt Setup, muss ich Weather Wall drücken. Der sollte knapp die Hälfte machen oder so ein bisschen mehr. Wenn er aber jetzt attackt, will ich dann rausgehen, weil ich Raikou noch gerne behalten würde. Und ich werde auch nur noch gut gegen dieser Floor wäre. Wieschen kann ich leider nicht. Ich weiß auch immer, was ich reingehen würde, weil wenn der jetzt auf plus 2 geht, kann ich auch mit Jötun da nichts mehr groß gegen machen. Ich muss eigentlich attacken. Was mag denn auch? Meteorologe. Der sollte, wie gesagt, knapp die Hälfte machen. Wenn jetzt ein SD kommt, bin ich glücklich. Das ist AV. Oh, auf jeden Fall ist defensiv, okay. Tarnsteine kommen. Nehme ich tatsächlich. Ich habe einen Default auch dabei auf meinem X-Bad, aber es scheint mir kein offensives, also auf jeden Fall ein Setup-Set zu sein. Das ist schon mal sehr gut. Ich gehe in Loki. Okay, wir haben auf jeden Fall schon Goron angedamaged. Der sollte. Wait, was ist eigentlich für ein Set jetzt gerade? Das will ich auch noch schauen. Weather Ball hat. Okay, das ist ja auch Full HP zu sein, oder? Okay, Pulse of Pies Bates hat keinen. Effekt, ich tox den erstmal. Wir sind full Spätstiff, also wenn es einen Fire Blast nur hat als Attack, ist es natürlich ganz praktisch. Okay, er geht raus. Was kommt? Shinei. Okay, es ist ein bisschen blöd, ich hätte lieber die fangen sollen. Scheiße gelaufen. Ich muss auf ihn raus-U-Turn. Ich gehe jetzt in Klefki. Ja, ich gehe in Klefki. Und. Okay, müssen wir uns mal das aufschreiben. Wir haben Rocks bei Groudon. Wir haben Metagross. Ich habe den Damage leider nicht gesehen. Also ich habe ja leider auch den Move nicht gesehen. Ich gehe jetzt mal mit Erdbeben aus, wenn die Pressurpice Blades sein. Ja, Rocks liegen jetzt gerade draußen. Ich gehe in Balder. Das scheint mir gerade die beste Alternative zu sein. Was kommt? Eisig, okay. Das kann ich mitnehmen. So, wir holen ja erstmal einen Reflektor raus. Danach würde ich gerne mal ein paar Spikes legen, glaube ich. Was ist das eigentlich für eins? Weiß ich, sieht man das irgendwie an Damage?
aber irgendwie habe ich gerade so das Gefühl, dass ich sehr stark auf meinen, gebildet hat. Also das wird hier bisher relativ defensiv und das gefällt mir eigentlich sehr gut, weil ich hier bisher alles wahrscheinlich mit Doktor shotten kann. Finde ich cool. So, Reflektor kommt. Patronieb, okay. Mach. Ich hätte eigentlich gerne die Rocks erstmal weg, bevor ich jetzt hier Spikes lege. Ich kann aber jetzt auch erstmal in Heal gehen und das Ding EQ'en. Das Ding ist aber, ich das den Ice Heap gerade schon gezeigt hat, weiß ich natürlich nicht, ob der jetzt hier irgendwie mit einer Anti-Bodenwehr rumrennt. Das wäre natürlich nur uncool für Heal. Wie spiele ich das jetzt am besten? Ich werde hier nämlich auf Ragnarök bekommen hier. Zumindest noch nicht so früh. Ich gehe meinen Fendel und V-Switch mal auf den, glaube ich. Und ich kann ja Meteorologe in den drücken. Machen wir das aber mal. Er hat keine Resistance dagegen dabei. Was kommt mal? Patronenhieb. Okay, geht raus. Okay. Gluttony. Gluttony ist sein Relaxor. Ja. Alles cool. Ich habe meinen Reflektor oben. Jetzt sind sie aber die Dynamaxen will hier. Natürlich muss ich dann halt auch anders reagieren gleich. Natürlich wäre auch interessant zu wissen, ob der jetzt Immunität hat oder also die Fähigkeit Immunität, dass er nicht getoxt werden kann. Aus Ball, Punch und Ice Heap haben wir gesehen. Okay, Dynamax noch nicht. Was war das für ein Damage gerade? 0x. Was war es aber bei Volt Switch Damage? Das ist Spezif Damage. Okay, Loki kann die fangen. Das soll die fangen können. Hat er sich so stark auf spezielles. Ja, hat er sich so stark auf spezielles Ibeta gepreppt oder was? Das ist ja hier gerade schon wahres Paradies. Ich knock das ja einfach durch, oder? Ich defog jetzt einmal. Und je nachdem, was dann reinkommt, kann ich gleich vielleicht das erste Mal den Knock entfesseln, den unfassbaren. So, der hat gerade ein Erdbeben gezeigt. Shinai. Jetzt kommt wieder Meta raus. Und ich kann jetzt hier relativ free defoggen. Neutraltaus ist egal. Trotzdem sind die Rocks weg. Und sein Wetter ist jetzt auch weg. Ich habe natürlich das Metapross nicht mehr mit meinem. Weil das ist dann jetzt aber 5 Runden. War es 5 Runden? Ne, es war jetzt. Das Ding ist First Turn reingekommen. Das war dann also der Switch in Expert. Der Weather Ball, der Switch auf Expert, die U-Turn. Okay, der hat Heat Rock. Okay. Der hat Heat Rock. Wir haben also kein Damage Boost Item und Rock Setter. Okay, das ist sehr gut. Kein Setup Gordon, das ist wirklich sehr gut, glaube ich, für uns. Okay, sehr gut. Was kommt? Escanor. So, das kalten wir jetzt mal geschwind. Wie viel macht Expert? Aufpassen. Wie viel macht Crow mit der Kaltwende? Runabout 5%, okay. Kann ich das irgendwie abschätzen oder ist es eher ein bisschen weitflächiger hier? Okay, ist der Fistef? Weil der Damage Fallen dann bei dem Metaball nicht passen würde. Das scheint einfach nur Full HP zu sein. Kann das sein? Das war ein bisschen weniger als die Hälfte. Und ich gehe in Ragnarök und U-Turn einfach mal auf den.
ich jetzt auf die U-Turn und danach gehe ich in mein Silembrim, um vielleicht die Rocks auf seine Seite zu legen. Das wäre auch sehr praktisch. Wenn die jetzt legen will gegen mein Eveltal, was natürlich irgendwie weird wäre, aber okay. Wenn das ist, was er jetzt was er gegen ihn machen will. Okay, was kommt rein? Was kommt auf die Welt rein? Gluttony, Relaxo, okay. Okay. Das war ultra viel Schaden für eine U-Turn. Also, for real. Das war gerade. Das Ding ist aber nur Full HP, okay. Wie viel macht Chomp dann gegen den? Und noch wichtiger ist mein. Ich will schauen, ob meine Screens noch oben sind. Ich hoffe es mal, dass es noch sind. Aber. Um safe zu gehen. Weil ich die Screens sind jetzt weg, oder? Sonst muss ich gleich kurz schauen. Sind die noch oben? Noch zwei Runden, okay. Nein, ich will nicht aufgeben. Legen wir eine Layer Spikes. Haben wir noch einen Reflektor oben? Erdbeben, macht das. Das war auch unfassbar wenig gerade. Das Ding ist wahrscheinlich. Also, Level 50 hinterm Reflektor. Das waren es 20%? Das war auch weniger. Also hat er nicht mehr Attack Investment anscheinend. Okay, ich krieg noch eine Layer Spikes hier. Escanor kommt. Und ich geh jetzt in mein Silembrim. Hier noch eine Layer. Reflektor hört auf. Und ich geh jetzt in den Yotun. Ich will jetzt alles an Hilsatz auf seiner Seite rumliegen haben, damit Welt danach mit einem Zug durchgehen kann. Bestmöglich. Jetzt kommt Yotun. Wir haben hier die Magic Bounce. Erdbeben, okay. Jetzt kein so geiler Play für mich. Weil mein Jimmy ist fast tot. Der Crit ist natürlich kacke, weil ohne Jimmy hätte ich das Ding wahrscheinlich jetzt überlebt. Das ist jetzt kacke. Aber können wir schauen, Groudon. Was war das jetzt für ein Damage? Das war ein EQ gerade. Der Hit war jetzt echt eklig. Gerade. Ja, okay, also ein Full Attack. Oh, jetzt ist es noch mit Life, aber okay. Okay, das Ding ist auf keinsten Full Attack. Der scheint tatsächlich null investiert zu sein in Attack. Ja. Ich kann ihn nicht mehr rausholen, ich probier's. Ich probier's noch, es wird wahrscheinlich am Ende eh nichts, aber. Damit droppt jetzt halt unser Hatterene, das ist jetzt ein bisschen kacke, weil es jetzt halt relativ viel rocken kann. Aber, ja, machst du nix, der Kripp war jetzt halt echt eklig gerade. Vielleicht tanken wir jetzt doch noch irgendwie ein, aber glaube ich eher nicht. Weil oder ich ihn jetzt nicht rausswitchen will, jetzt rocken, EQ kommt. Und der killt jetzt auch, okay. Wird gelaufen jetzt, aber das ist nichts. Welche Range waren der jetzt? So, ich geh jetzt auf den Mug. Ich will jetzt einfach mal. Wie viel Sonne ist noch da? Sonne ist noch zwei Runden. Okay. Wenn wir zwei Runden für den brauchen, unter Umständen, ist nach Sonne komplett weg. Dann macht dieser Flo auch nichts mehr. Weil wir jetzt zwei Layer Spikes draußen haben, dann macht dieser Flo nichts mehr. Er geht raus. Okay. Okay, der droppt halt jetzt. In zwei Hits wahrscheinlich. Oder? Abschlag. Nummer 1. Das ist ultra viel Damage.
Weg mit dem. So, dann müsste jetzt auch Fortschritt weg sein. Schon mal der, den ich, auf den ich echt keinen Bock hatte. Ist gut, dass er weg ist. So. Und das war ultra viel Schaden da direkt. So, Sonne ist weg. Ich habe das Gefühl, dass sie ihn mal rausholen will. Und deswegen hat Roland rausgeholt hat. Weil er sonst nicht weiß, was sie gegen meinen Welter machen soll. Das kann das natürlich jetzt sein. Aber jetzt wahrscheinlich auch weiß, dass ich beendet bin. Gluttony, okay. Also jetzt mal for real. Da liegen jetzt zwei der Spikes. Das Ding ist auf Hälfte. Wir haben schon gesehen, dass er kein welches physisches stabiles Investment hat. Wir gehen hier in Iveltal. Im Kalk. Ich kann ihn killen. Will ich es riskieren? Oder ist andersrum? Riskiere ich damit was? Ich glaube es nämlich nicht. Wir probieren es. Wir haben gesehen, dass der ein Item hatte, er hat noch die Lefties. Und wir haben gesehen, dass der kaum physisch stehendes Investment hat bei der U-Turn vorhin. Abschlag kommt. Und der Doktor ja nicht, okay. Aber die Überreste sind weg. Dünner Stahlzacken. Ist okay. Der hat kein Attack-Investment. Wie man sieht, kein Attack-Investment. Und der droppt jetzt auch. Iveltal, du bist so ein Baba. So, Abschlag. Ja, der droppt jetzt. Iveltal macht so krass Arbeit gerade. Dieser Dunkel Aura Knockoff ist so krank. Der ist so gotteskrank. Go, jetzt drück, Digi, drück. Du riechst gleich ziemlich gesaved. Aber mach einen Max Guard von mir aus. Und er ist geschockt, dass ich beendet bin. Kann natürlich auch sein. Abschlag kommt, dann lagst du weg. Sehr, sehr schön. Er hätte auch auf die Specs nicht mehr reinbekommen. So, Mew lebt noch, dieser Floor lebt noch, Rodon Metagross, okay. Okay. Gojo. Mew. Okay. Was macht Mew gegen Iveltal? Also er doppelt durch den Knock, das ist schon mal klar. Außer er ist natürlich auch mit Fistel. Was macht. Also ist mal Roundup. Ist mal einfach für die Vermutung. Choice Backs Ice Beam. Auf jeden Fall 50 killt nicht. Abschlag. Eisstrahl, ja. Das ist Rex. Und Abschlag kommt. Abschlag trifft. Abschlag killt. Sehr gut. Mew weg. Jo. Abalscher. Hey, wait. Ah, ich hatte Johnny noch drin. Deswegen hat er so wenig gemacht. Anscheinend. Okay. Ja, gut. Wenn er jetzt wegspielt, wird es gekillt. Passiert. Ja. Ich bin noch. Roland. Dieser Flo Metagross. Ich tippe, dass jetzt in Metagross gehen wird. Auf Metagross gehe ich wieder in mein Klefki, glaube ich. Oder gehe ich dann. Was mache ich denn da? Was mache ich gegen Meta? Auf dem B-Punch kann ich halt nicht drin bleiben, leider. Ich könnte natürlich dann in meinen Chomp gehen. Auf dem B-Punch. Mache ich, glaube ich, auch. Und was macht der so? Metagross ist. Ich schien mir vorher nicht groß offensiv zu sein, vom Damage her. Wir haben mit bisschen Investment, schauen wir uns mal eins an hier. Ball Punch. 8,5 bis 10, das sind. Ah, der Reflektor ist noch drin, deswegen. Ja, der droppt jetzt durch den Knock. Und der Bisa-Volk kann ich danach mit einem. Kann ich danach mit Raikou revengen. Okay, mach halt den Tag. Ich bin gebandet, Bruder. Ich bin gebandet.
Mach. Ich drück eh nichts anderes. Abschlag. Go for it. Einfach vorwärts rein. Wir haben jetzt hier aktuell irgendwie alles. Wir haben alles für die Welter bisher gekillt. Das sind aktuell 4 Kills für die Welter. Wenn jetzt Grawn drin. Also, auch wenn er jetzt. Das Ding ist halt, selbst wenn er jetzt rauswitcht. Selbst wenn er jetzt rauswitcht. Ja, Grawn am Weg. Krass. Heißbrocken, ja, das war klar. So, ist jetzt der bessere Plan, in Klefki zu gehen und zu Raindancen? Oder irgendwas ab. Also, ich muss jetzt wahrscheinlich irgendwas abwerfen. Ich werde jetzt aber in X-Bad gehen, glaube ich. Ich werde jetzt in X-Bad gehen. X-Bad ist hier mein Switchen. Of Choice. Wenn jetzt nicht Attack und Growth drückt, kann ich einmal. Okay, manchmal macht er nichts. Wir sind full spread stiff. Ich kann einmal gegenheilen. Bisschen die Sonne ausstallen hier. Okay. Er geht raus in Shinai. Okay. Damit gibt jetzt aber quasi die Sonne auf, weil ich einfach Raindancen kann gleich. Kann ich ja einfach. Ruheort. Ja, wir haben uns wieder hier einigermaßen voll. Und ich gehe jetzt gleich in. Gehe ich in Klefki oder gehe ich in mein. Oder gehe ich in mein Knackrack? Was ist davon jetzt da die bessere Idee? Was hier jetzt mit auch auf Half-Range, der Crit soll nicht groß meddern. Wir gehen hier in Balder. Der ist full Fistiff. In die Q sollte er eigentlich auch noch tanken. Ice Seed macht nix. Wir holen meinen Raindance raus. Damit Bisa für keine Action mehr macht. Und jetzt kann er mich jetzt killen. Dann gehe ich in Knackkrack und drücke seine EQ. Patronenhieb, okay. Reflektor, kannst du tun, Bruder. Ich werf den ab. Wenn du jetzt. Ich sag so, dass du nicht killen willst. Ist okay. Aber ich würde eigentlich Klefki jetzt abwerfen und danach auch das Safe runterspielen. Aber wenn du auf Patronenhieb gehen willst, fühl keinen Zwang an. Okay, machen wir halt so weiter. Wir gehen einmal. Oh, ich habe auf dem Set einfach den Sketch rausgenommen. Perfekt. Jetzt fällt das auf. Stark. Heal. Mal keinen Heal rum, um die ganze Aktion hier. Ah, jetzt hatte ich jetzt eben Ice Heap. Okay. Guter Play. Bringt ihm aber halt wahrscheinlich nicht mehr arg viel. Weil jetzt secure ich einfach. Jetzt secure ich aber zusammen mit Pudersand. Sollte es auch beide killen. Dann nehmen wir das hier 5-0 wahrscheinlich. Heißt, die Meta geht heute wieder mit 4 Kills aus und Kanga holt sich wieder 2. Also, ich glaube, wir haben unsere zwei prädestinierten Top-Killer in dem Team gefunden. Die beiden obersten. Perfekt. Und mein First- und Last-Picker tatsächlich im Draft. Na, dann mal fertig. Und wie sieht's aus? Einfach jetzt auch unsere Ingame-Chars haben tatsächlich die gleiche Brille. Nice. Okay, geht das nicht mal raus? Ja. Kommen wir Pisa Falls auf Spikes rein? Und frisst die Q. Und der ist langsamer als ich. Ja, die Q. Ja, Pisa Floor weg. Und EQ killt auch das Metagross. Und damit gehen wir das Ding hier mit 5-0. Ey, es ist unfassbar, was hier passiert. Es ist unfassbar. Wir stehen jetzt einfach in dieser Liga 16-0. Also rein Kill-Differenz-mäßig. Wir stehen plus 16. Also 16-0 ist es nicht, aber
Ich habe hier plus 16 Kill, killmäßig. Haben 4 Wins. Ich glaube, Salah war sich der andere mit 3 Kills, mit 3 Wins bisher. Also sind wir jetzt auf jeden Fall auch Tabellenerster. Mit gutem Abstand. Läuft. Ja. Was ich für Gedanken im Teambuilding gemacht habe, um irgendwelche SD Rock Polish Sachen mit dem Growler und sowas. Und am Ende hat er quasi. Hat er quasi das Ding zu Rocklegen benutzt. Perfekt. Okay, sind wir noch ein bisschen woanders gerade. Ich natürlich wieder nach dem Game erstmal wieder meine Teamübersicht rein. Leute, ganz ehrlich, wenn ihr mal was Lustiges braucht, kalt mit Knock-Off Evel-Tal. Es ist wirklich das. Also ich hatte sehr viel Spaß. Ich hatte wirklich sehr viel Spaß an dem Abend, wo ich dieses Team gebaut habe. Weil dieser Knock einfach lächerlich ist. Wie vorhin schon gesagt, dieser Knock killt ein Full-HP Relaxo. Ein Relaxo One-Shot. Der ist aber weg. Visa-Flower One-Shot. Gron ist mit bisschen HP-Investment Two-Shot. Es ist wirklich lächerlich, was dieses Ding mit dem Vibern anrichten kann. Ihr habt es gerade gesehen. Der hat gerade in Half-Life Relaxo der G-Max fast gekillt. Ja, der war natürlich auch wieder gut gewesen. Tatsächlich die Spikes sehr wichtig, sehr gut gewesen, hat beide gut gemacht. Wir tun halt ein bisschen außen vor gewesen. Hat hier ein bisschen Punching Back gespielt. Raikou hat nur Wetterball einmal gedrückt. Oder einmal V-Switch, glaube ich, noch. Also, ja, oh, guter Spieltag gewesen. Und ich würde sagen, wir sehen uns nächstes Mal. Tschüss und ja, schaut auch bei den anderen Leuten wieder rein. So wie immer. Tschüss.